Hallo, Freunde der lauten Musik. Ich habe gerade was bekommen von der Post. Gemeinsam mit Lemmy, der ist auch schon ganz aufgeregt hier. Na, bist du aufgeregt? Ja. Und das will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Darum packen wir das jetzt einfach mal gemeinsam aus. Ich habe keine tolle Technik, darum klingt es wahrscheinlich blöd. Aber ist ja egal. Die Frage, die sich mir ja stellt jetzt, was macht eigentlich Lemmy? Hallo Maus. Ja, das beste Spielzeug für Katzen, ein leerer Karton. Bin verloren in dieser Welt wie ein Astronom. So, jetzt nach dem ganzen Auspacken wisst ihr ja Bescheid, was ich hier bekommen habe. Ich bin absolut froh und glücklich, dieses Instrument bekommen zu haben. Aber bevor wir näher auf das Instrument eingehen, ne? Professor Ordenkleff, du guckst das bestimmt nach. Ich habe einen neuen Gitarrenkoffer bekommen. Und wie du ja weißt, nachdem du mich mal besucht hast, jeder Gitarrenkoffer kommt bei mir hier Professor Wardenclyffe aufgeben, was auch immer sie bedeuten, aber er kommt drauf. Easy, nur für dich. Und jetzt wisst ihr auch, dass es sich um eine Irish Bouzouki handelt von der Firma Celtic Star. Ich hole sie mal raus, das gute Stück. So sieht sie aus. Also ich habe sie euch ja schon, denke ich mal, in Pornoaufnahmen gezeigt. Von der Firma Celtic Star. Irish Bouzouki, erstmal zur Geschichte, die ist so in den 60er Jahren aufgekommen. Ursprünglich gab es nur die griechische Bouzouki, die hat so einen großen, runden Korpus gehabt, die griechische Bouzouki, und hat sich dementsprechend ist die immer wieder hier runtergerutscht und hat sich nicht so toll gehalten auf den Beinen, und hat sich doch irgendein findischer irischer Musiker gedacht, ach, geh ich mal irgendwo hin und lass das hier abschneiden. Lass das abschneiden und mach einen, ja, wie Gitarrenkorpus mehr oder weniger, einen flachen Korpus. Und damit ist die Irish Bouzouki zur Welt gekommen, sage ich jetzt mal. Viele andere Irish Bouzoukis haben so ein Tailpiece unten dran, was man aufklicken kann und dann die Gitarrenseiten mit Schlingen befestigen kann. Bin ich auch kein Fan davon. Ich mag es halt lieber klassisch. Ich muss jetzt von Gitarre umsteigen zu Irish Bouzouki. Da will ich so wenig umsteigen wie möglich, also würde ich es gitarrenlastig halten. Mehr mit diesen normalen Gitarren-ähnlichen Stiften, die man rausziehen kann zum Wechseln, wie auch bei mir auf meinen Akustikgitarren überall drauf sind. Ist mir so lieber. Genauso hat es noch eine Irish Bouzouki, eine Nullbund, das sieht man hier oben, ein Nullpunkt. Da lässt, sage ich mal, die Saiten, wenn man sie leer spielt, klingen, als würde man sie greifen. Also es gibt ein schöneres Klangbild. Die Gitarre selbst ist aus Koa hergestellt, wenn wir jetzt mal aufs Holz eingehen. Koa, also sprich hawaiianischen Akazienbaum. Ja, da mautzt sogar Lemmy im Hintergrund. Und ich finde es wunderschön, dass ich auch hier in diesem Instrument nun tatsächlich einen, wie nennt man das, eine Hardware oder was weiß ich, wie das sehr heiß drin hat. Ja, mit verstellbaren Höhen und einem mit Tuner, Volumenregler und einem Phaser-Knopf. Auch wunderbar. Hinten sieht man da der Ausgang zur Batterie. Asymmetrischer Ausgang und ein symmetrischer Ausgang. Und ich bin so glücklich, dass mir die Firma Celtic Star hier diesen EQ reingebaut hat. Wunderschön.
Vor allem auch mit eingebautem Stimmgerät. Ja? Ich bin kein Fan von, hast du ein Stimmgerät mit und baue das rein. Alle meine Gitarren haben eingebaute Stimmgeräte. Da habe ich alles gleich dran und fertig. Bums Banane, sag ich jetzt mal. Das eigenen wird sich das Gerätchen normal, also für, ich sage Irish Bouzouki, also für irischen Volk eignet er sich natürlich, spiele ich jetzt nicht. Genauso eignet es sich, auf Mittelaltermärkten kommt es immer mehr, dieses Instrument. Und es hat so einen leicht orientalischen Klang. Das wird wahrscheinlich so meins sein eher. Ne? So, ich kann die Gitarre noch nicht spielen. Ne? Sie haben alle, sind nur vier Saiten, vier Doppelsaiten. Die beiden oberen Basssaiten sind oktaviert. Also eine dunkel und eine hell in G. Und dadurch kommt eben dann dieser wunderschöne, warme, volle Klang. Ich werde es erstmal lernen müssen, natürlich das Instrument, aber wir werden trotzdem mal gucken, wie es klingt. Ich werde einfach mal ein bisschen drauf rumhauen und dann hört ihr ja kurz mal, wie das Instrument klingt. Vielleicht kriege ich auch ein paar Töne raus. Wie gesagt, ich muss erstmal lernen, dieses Instrument zu beherrschen. Dann gucken wir mal, wie es klingt. Leer klingt es auf jeden Fall schon mal wunderschön. Meine Saiten sind gestimmt G, D, A und E. Ja? Also hier Bass E, helles E. Dann der Bass D, helles D und die untersten beiden Saiten sind gleich gestimmt, jeweils auf E, die beiden Saiten, auf A und auf E. Ja. Ja, das hat man auch, wenn man nur leer spielt, diesen wunderschönen, traumhaften Klang. Gut, und wenn man jetzt versucht, was zu spielen, ich habe keine Ahnung, ich kann das Instrument noch nicht, muss ich jetzt erst lernen und das werde ich aber sowas von. Und es klingt schon schön. Ja, es ist ein schönes Instrument, was ich erstmal lernen muss. Gut, und was bleibt mir noch zu sagen als ein riesengroßes Dankeschön an Celtic Star, auch nochmal für diese für den Satz Saiten, Celtic Star. Alle, die sich gerade aufregen, schön ruhig bleiben. Ich habe das Instrument bezahlt. Es ist kein Product Placement, was ich machen soll oder irgendwas, sondern es ist einfach nur eine kurze Werbung für dieses wunderschöne Instrument, weil ich das so geil finde und weil ich die Firma so geil finde, die diese Instrumente herstellt. Geht gerne auf die Seite, ich habe es unten verlinkt. Auch vielen Dank nochmal, wie gesagt, an Jens Peter, dass er mir dabei geholfen hat, hier dieses wunderschöne Instrument tatsächlich zu kaufen. Ne? Vielen Dank fürs Überreden und vielen Dank für alles, was du mit eingebaut hast in diese Signature Chris Rotten Irish Bouzouki, die es nur einmal auf der Welt gibt. Vielen, vielen Dank Jens Peter, vielen Dank Celtic Star und vielen Dank an alle der Community, vor allem von Twitch. Ich bin ja YouTube nicht so viel, ne? Aber Twitch, die mir geholfen haben, weiter Musik zu machen. Times have changed and you have left. The cosmic thrill was what we had, but now you're gone, feel dead and gone. No more flying on the fall.